Servus, grüezi und hallo, ich bin's, der Frank. Es geht wieder los. Englische Wochen mit mir und dem FC St. Gallen. Wir spielen gegen Sion und wir spielen gegen die Young Boys. Das heißt den 11. Platz und den 4. Platz. Ja, was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage. So, ich möchte ihn trotzdem oben sehen. Kondition hat er bei 24. Wurscht mit Käse. Ach ja. 5 Tage, 4 Tage, einen Tag. Okay, da brauche ich nicht viel sagen. Wir gehen nochmal zurück, weil ich wollte nochmal gucken. So, wir haben 3,1 Millionen. Ich habe ja gesagt, wir wollten nochmal gucken, wenn jetzt alle weg sind. Wie sieht es denn aus in der nächsten Transferperiode? Wir haben, so kann ich mal hier sortieren, links außen, rechts außen, Innenverteidiger, das passt, defensives, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, das ist ein linken Mittelfeldspieler, könnten wir noch einen holen. Oder, ja gut, Stürmer habe ich genug, Offensiv-Mittelfeldspieler und so, also das geht eigentlich alles. Ich bräuchte nicht unbedingt wirklich jemand Neues, das heißt, ich könnte wirklich noch warten. Ich würde aber gerne einen haben, der mindestens einen Stern noch kriegt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, also einen rechten Mittelfeldspieler oder linken Mittelfeldspieler. Linken Mittelfeldspieler, würde ich sagen, wäre noch ganz interessant. Lass uns mal kurz gucken. Können wir ja machen. Läuft ja nichts davon. So, Spieler, guckst du und verpflichtest du? Mach ich. So, linkes Mittelfeld. So, wir haben... Nur Spieler auf der Transferliste, keinen. Spieler für die Laie haben wir einen, aber ich will keinen leihen. Nur Spieler ohne Vertrag, keinen. Spieler mit auslaufenden Verträgen am Saisonende ist jetzt ja nicht die Welt, würde ich sagen. Ne? 9-9 wäre natürlich geil. Vom AS Monaco. Für den Preis kann ich mir den aber nicht erlauben. Das, was ich mir erlauben kann, ist er hier mit 8-0. Er hier mit 7-5. Ja, 7-7, 7-5, 8-0, 9-6 wäre noch geil, aber ist viel zu teuer. Ja, das ist nicht die Welt, ne? Der Schwede mit 20, na, auch nicht, nicht wirklich. Der 8-0er wäre noch was. So, was hat er denn? Ja, was hat er denn? Sieht man nicht viel, schade. Schade, schade. Nein, ich glaube, ich warte noch. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir nichts. So, Ausdauerlauf. Nein, das wollte ich nicht. Wäre zwar gut, aber wollte ich nicht. Das wollte ich tun. So, dann machen wir hier wieder Auslaufen. Gerne aktive Erholung einmal. Hier machen wir nichts. Hier machen wir Auslaufen. Und das kann bleiben, wie es ist. Das passt auch. Hier sowieso immer nur Kondition. Kondition, Kondition. Es wird gebüffelt und gemacht, was das Zeug hält. Ich muss mal irgendwann hier wieder ein bisschen was machen. Aber jetzt haben wir Überzahlspiel und Unterzahlspiel, was wir noch ganz gut können. Das passt. Ja, ja. Kannst du nicht mehr machen. So. Wir spielen jetzt gegen Sion. Kann ich Egger nochmal bringen in Sion? Könnte funktionieren. Ich würde sagen, ich probiere es auch mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich mitgenommen habe, ich Idiot. Aber wir werden es gleich sehen. Ich glaube, der Co-Trainer hat uns noch gar nichts. Ist logisch. Ich bin ja, Gott, ich bin total nervös. Wisst ihr das? Liegt aber daran, dass das ist, wie es ist. So, links außen Egger. Soll er mit? Soll er nicht mit? Er hat eine Form von 9. Dann würde ich sagen, lassen wir doch Witzig zu Hause. Machen wir das. Oder nehmen wir Witzig mit statt Müller. Ja, so machen wir das auch. Dann kann Müller sich noch ein bisschen ausruhen. Ja, er wird eh bald gehen. So könnte das funktionieren. Es könnte, muss nicht. Es kann. Wir spielen nicht extrem offensiv. Wir spielen nicht Tag und Nacht. So.
8-4. Ja, was willst du da machen, ne? Ach ja. Wir sind überlegen in der Mitte, total. Total. So, ich konnte auch nicht trainingsfreien Tag euch geben, weil ihr einfach nicht gewonnen habt. So einfach ist das. So einfach ist das. Jetzt kann ich mal auf die Wut gehen. Ja, oder auch nicht. Gut, ist immer nicht so wütend. Jetzt aber trainingsfreien Tag. Der dritte gegen den elften. Wir haben einen Freistoß. Gilles Bartel. Er kann das ganz gut eigentlich, Heinz Lindner. 105,85, also wenn wir das nicht gewinnen, ich bitte dich. So, Yilmaz mit der Ecke. Zack. Gehalten. Heinz Lindner. So, sind 5 Minuten rum und schon 4 Chancen für uns. Obwohl ich die Standards nicht wirklich zu Chancen zähle. Oh, der war schön. Knapp über das Tor von Joey Aribo. 1 Meter verfehlt. Und Sion ist kein Gegner. Das muss auch auswärts. Ja, da ist es da. Endlich. Diaby hat sein erstes Tor gemacht. Vorlage über die Standards. Kartal Yilmaz. Und Sion gleich mal im Gegenzug hier über Break-In. Gibt den Ball zurück, aber vorbei. De Breckin. Kian Breckin. So, nochmal St. Gallen. Höppels. Schöner Ball auf Egger und Benedikt Egger. Unser Jungspund macht das Ding. Sehr schön. Darf er sich freuen. Das finde ich gut, dass der junge Mann sich hier beweist und sagt, ja, ich kann Fußball spielen, gib mir doch den Ball, ich mache das Tor. Schön. So, da hat er nicht aufgepasst. Aber er ist da. Karol Nimczycki, habt ihr das gesehen? Klasse Parade. Weltklasse war das. Eckball für Sion. Weit über das Tor. Maxime Dubosson. Klingt wie ein Fisch. Gelbe Karte. Robbie Brady. Angriff St. Gallen. Yilmaz gibt den Ball auf Sterju. Sterju kommt mit dem Ball in die Mitte. Höbbels. Down. Drin ist er. 3 zu 0. Tja, es gibt noch Leute, die spielen 7 Days to Die. Gibt es. Ah, schön. Es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit. Was soll man da ändern? Ich würde sagen, erstmal gar nichts. Wir lassen so weiterspielen, weil es funktioniert. Wir führen 3 zu 0. Sterju, Yilmaz, Schmid klärt. Ecke FC St. Gallen. Die sehen wir aber nicht, ist wohl ins Nichts verlaufen. Zürich 4-1. Oh Gott. St. Gallen, Diaby, Yilmaz. Schöner Ball hoch in die Mitte. Höbbels versucht das Ding zu lupfen. Und jetzt kommt der Video Assistant und er sieht, was sieht er? Eigentlich sieht er nichts, kein Abseits. Geil. 4 zu 0. Schönes Tor. Da haben sie die Linie gezogen, hat aber nicht gereicht. So, 72 Minuten rum. Wir könnten jetzt mal ein bisschen die Taktik ändern. Wir werden einfach mal neutral spielen, werden nochmal auswechseln, werden unseren Rechtsaußenverteidiger bringen, der ja ein bisschen angeschlagen war, werden Hassan Efendik bringen. Rechtsaußensturm darf auch nicht fehlen und das war's. Der Egger wird sich denken, was, ich spiele immer noch. Schön. Aaron Donum oder Aaron Donum mit der gelben. Noch ein Konter für den FC St. Gallen über Egger. Egger zeigt uns, dass er für den Fußball geboren ist. Höbbels. Nochmal der Video Assistant, weil Donum im Abseits stand. War wieder kein Abseits. Aaron Donum, das Tor zählt. Es steht 5 zu 0. Wunderschön. Wunderschön. Das heißt, wir können auch noch Fußball spielen. Habt ihr das gesehen? Lugano nur 1 zu 1.
Sehr geil. So, das war jetzt das Spiel gegen Platz Numero 11. Können wir das aber auch noch hinbekommen gegen den anderen? Wir werden es gleich sehen. Spannende Saison. Team von mir verdient den Sieg. Das ist so. Hubbels, Egger. Schön. Das gefällt mir gut. Ja. Das ist wundergut. Wunderbar ist das. Der könnte öfter spielen. So, jetzt kriegt erstmal Kartal Yilmaz seinen vierten Silberstern. Und Egger. Ja, man beweist sich. Finde ich echt gut. So, jetzt gegen Ibe. Wichtiges Spiel. Hinspiel haben wir verloren. 2-4, wenn ich das richtig sehe. Da spielt jetzt der dritte gegen den vierten. Beobachtung ist erfolgt. Wir haben es gründlich, aber sowas von gründlich analysiert. Der Promi-Tipp ist 2-4. Nein, das war das Hinspiel jetzt. Da gibt es keinen Promi-Tipp. Okay, dann nicht. So, was sagt denn der, was sagt denn Mr. Co-Trainer? Mr. Co-Trainer hätte gern wieder Christian Witzig drin und hätte Egger wieder weggesetzt. Der hat eine Form von 10. Wenn ich den Egger nicht spielen lasse, sorry, Herr Witzig, das tut mir leid, dann weiß ich ja auch nicht. Müller, Beck. So, tut mir leid, Herr Müller. Irgendwann darfst du wieder spielen. Aber jetzt gerade macht das am meisten Sinn. Die Abwehr ist auf 23. Puh, kann ich eigentlich so nicht tun, ne? Eigentlich. Eigentlich müsste ich mit vier Verteidigern spielen. Aber ich mache es so. Wir versuchen es einfach mal. Wir können ja nachher immer noch umstellen. Spiel zerstören, direkte Pässe neutral. Macht Sinn. Wir können es versuchen. Wir können dann aber immer noch offensiv gehen. Dritter gegen den vierten. Bin ja gespannt. Ich bin gespannt. Und Egger macht Spaß. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, gib ihm. Eltern werden stolz sein. Ist so. Das ist so. Ich hätte jetzt gerne einen Sieg. Bitte. Von mir aus darf Egger auch 4 Tore machen. Muss er aber nicht. Das war klar. Das war so klar. Da ist er drin. Sandro Lauper. Gut, die haben 114, wir haben 112. Wir spielen zu Hause, Heimvorteil und so. Können ja auch später gerne noch ein bisschen offensiver spielen, aber jetzt gerade geht das eher nicht. Noch eine gelbe Karte, Bastian Thoma. Also Leute, ich möchte gerne... Ja, das geht nicht. Wir müssen dann schon so spielen. Das hat ja auch die ganze Zeit funktioniert. Warum soll es jetzt nicht auch funktionieren? Bloß weil jetzt die Young Boys kommen. Nee. Wir kriegen halt zu viel gelbe Karten. Also, was heißt zu viel? Ich meine, wir haben jetzt 2 gekriegt, aber da wird es nicht bleiben dabei. Uff. Abgewehrt, dies, das, jenes. Und Nimchiki macht das Ding, hält den Ball. Huiuiui. Ein bisschen mehr von unserer Seite, bitte. Das wäre schön. Da ist er drin. 2-0. Saidi Janko. Schade. Sind sie wirklich so viel stärker als wir? Sicher gefangen. Nimchiki. Muss ich doch wieder defensiver einstellen. Tut mir leid. Geht nicht anders. Wäre es mit Witzig anders gelaufen? Ich würde jetzt sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Ja, sehr defensiv. Aber da muss ich halt umstellen. Ne? Mache ich dann nach der Halbzeit. Ich brauche mehr Verteidiger. So, jetzt ist die Frage aller Fragen... Was tun? Wir werden... Ja, Horn möchte ich eher nicht bringen.
Fazlici eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich nichts, was ich bringen kann. So, jetzt darf Witzig kommen, weil Egger nicht das gezeigt hat, was er kann. Ja. Hennen darf auch kommen. Und Donnum sowieso. Drei Frische. Zwei haben wir noch. Ich würde ja gerne irgendwas machen. So, dann würde ich ihn hier gern bringen. Die Frage ist, bringt mir das was? Man weiß es nicht. Ich habe halt irgendwie einen darf ich noch. So. Machen wir es mal so. Die haben Kondition 25, das ist nicht viel. Das ist fast nichts. Ah, nicht Pause. So, hallo? Mach doch weg hier, so. Und ich würde sagen, wir gehen es ein bisschen ruhiger an. Mehr Distanzschüsse und mehr Konter. Und weiter geht das. Vielleicht schießen wir ja noch das Anschlusstor und dann sieht die Sache eigentlich schon wieder anders aus. So, wir greifen schon mal an über Thoma, der den Ball auf Enzame gibt, aus Versehen, Fehlpass gespielt und ja, ich dachte schon, wir sind dran. Nein, dabei war das nochmal Ibe, der Castriocci wieder, Imeri. In der 71. Minute. In die andere Richtung wäre mal schön. Eine Chance wenigstens. Komm Leute, ihr könnt Fußball spielen. Jawohl. Thoma. Thoma auf Valci. Valci auf Donum. Der in die Mitte auf Hennen. Und der köpft ein. Anschlusstreffer. Jetzt geht es nochmal rund hier. Angriff Young Boys. Videoassistent. Abseits, bitte. Nein, leider nicht. Schade. Zählt wohl Cedric Itten mit dem Tor. 1:3. War knapp bis jetzt. Jede VAR-Entscheidung, was Offside angeht, kein Offside. Also jeder Check war kein Offside, wenn man so will. So, haben wir 1:3 verloren. Kann auch mal passieren. Kann ja nicht immer gewinnen. So, wir sind Vierter. Bald ist Weihnachten. Schnell abgelenkt hier. Nein. Ich nehme glatt noch eins mit. Die Frage ist, welches? Ja, ja, wir werden auch wieder, es werden auch wieder gute Tage kommen, aber dazu brauchst du halt Geld und Spieler. So, Joey Aribo hat herausgefunden, okay, bei Einwürfe. Dann machen wir doch da die 1, dann machen wir die 2, 3, 4, 5. Oder machen wir... Machen wir die 2 da, die 3, die 4, die 5. Egger, folgende Fähigkeit verloren. Schusskraft, warum? Weil du jetzt die ganze Zeit gespielt hast oder was? Das ist aber nicht gut. Das heißt, du bist wieder raus bei mir. Nein, bist du nicht. Hast ja ganz gut gespielt. Hast auch Tore geschossen. In 3 Spielen oder 4 Spielen, die du gespielt hast, hast du in 3 Spielen Tore geschossen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Bergonzi war schon. Hafendenik. So. Ja, der hat auch schon 2-mal. 3-mal, 2-mal. Ja, die sind alle halt so etwas geschwächt. Nehmen wir ihn hier. Baradea, der hat eh zu wenig gespielt. So, das Spiel nehmen wir noch mit. Wir gucken mal. Verletzte gibt es keine, was mega gut ist.
Unsere Talente sind wie folgt aufgestellt. Auf ihn hier warte ich ja schon lange. Ach, momentan verletzt. Okay. Schade, schade, schade. Aber er hier wird groß. Er wird sehr groß. So, wie sieht's denn aus? Ja, nächste Woche machen wir dann was mit der Freundin und der Tochter, nämlich, genau, ihr könnt euch denken, Weihnachten feiern. Ausdauerlauf. Hit. Das kann alles bleiben. Auslaufen und aktive Erholung. Wo ist sie? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Hier ist sie. Jo, jo, jo. Und ja, ich könnte logischerweise, aber ich mache es nicht, über die Tab-Taste mal gucken, was denn erwartet wird, was ich trainiere. Einwurf, Standard, dies, das, jenes. So viel freie Slots habe ich nicht. Wenn ich noch mehr freie Slots habe und sagen könnte, hey, das wird sowieso immer mittrainiert, fände ich das gut, aber dann wäre es ja wohl zu einfach. So. Dortmund gewinnt 5, nein, 5, 2 zu 1 gewinnen sie nur. Liverpool 1 zu 0. Sehr schön. So, es wird mal wieder Zeit für einen Sieg des FC St. Gallen. In Luzern wäre der richtige Tag am 19. Spieltag. Eine Woche vor Weihnachten, also fast eine Woche vor Weihnachten. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the Luzerner Schnee, hey, hey. Oder so. Schneit es überhaupt in Luzern? Am Vierstädter See, so heißt der. Vierkantstädter See oder Vierstädter See? Ach, ich weiß es nicht. Könnt ihr es nachschauen, aber ich will gerade nicht. So, wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht am 13.12. schon. Passt. Also direkt nach dem Spiel. Wir wissen natürlich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Können wir den Sieg feiern oder werden wir einfach essen gehen und sagen, frohe Weihnachten. Wir spielen wieder mit einer Dreierverteidigung. Ist eigentlich total schlimm. Ich will eigentlich etwas anderes. Ich will gerne. Das wäre halt schon geil. Aber wird wohl nicht funktionieren, oder? Ja, nicht wirklich. Komme ich auf 89. Ich könnte es aber lassen. Doch, das können wir machen. So, wo ist denn der Egger? Der Egger, ist der noch da? Der Benedikt. Benedikt hat eine Form von 10, aber hat halt nur eine Leistung, ein Leistungslevel von 2. Das heißt, du musst leider aussetzen. Und er ist halt noch gesperrt. Mit ihm wäre alles besser. Das ist so. Wäre es. So, wir spielen mal ein bisschen Abseitsfalle. Extrem offensiv. Ich lass mal. Würde mich interessieren, das passt. In der Mitte 10. Wir sind alle heiß. Heiß wie ein Vulkan. Hui, 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 hui. So, jetzt aber hier wütend. Wütensamer. So, und ihr kriegt einen Spieltreien, einen spielfreien Tag, wenn ihr gewinnt. Ist eh Weihnachten. So, hopp, St. Gallen, hopp. Hoppedi hopp, sag ich nur. Servet führt gegen Ibe, gut für uns. St. Gallen greift an. Walchi, schön gesehen auf Gilbertel und der sieht Aribo. Aribo zieht ab. Schönes Tor. Joui, Aribo. Freistoß. Max Meyer. Gehalten von Karel Nimczycki. Eckball. Luzern. Aufpassen, Leute. Konzentration. Sicher gefangen. Karol Nimczycki. Wunderbar. Wunderbar, sage ich da nur. Nochmal St. Gallen im Angriff. Leonidas Sterju. Versucht es einfach mal. Aber Pascal Lorenz ist da und sagt: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 20 Minuten rum. Es kommt mir schon vor, als ob hier zwei Hälften schon durch sind fast. So, schöner Ball. Witzig. Und wieder vorbei. Joyaribo.
Gott, ich laber und laber, gell? Ja, es gibt Leute, die mögen das. Es ist so mein ADHS, dass ich so viel laber. Machen weg! Uiuiui. Carol Nimchiki, ich glaube, YouTube ist für mich genau das Richtige. Ich müsste mal irgendwas einführen, wie so einfach nur da sitzen und mit irgendjemandem labern. So, keine Ahnung, psychologiemäßig. Könnte ich bestimmt auch gut. Ich bin ein guter Zuhörer, aber ich rede auch gerne. So, 25 Minuten, Leute. 70 Chancen schon gehabt und wir führen nur 1-0. Luzern hat schon ein paar Ecken gehabt. Ist nicht wirklich irgendwas passiert. Jetzt ist gleich Halbzeit, das ist gut. Wir springen auch nur so hoch, wie wir müssen. Das ist aber auch okay so. So, sollen wir schon? Nein, wir machen noch gar nichts. Konditionell sind wir ein bisschen besser. Frischemäßig sind wir beide gleich. So, das heißt, wir gehen mal ein bisschen nach oben, würde ich sagen. Yashari auf Meier. Ja, da ist Vidra ganz alleine. Der lupft den Ball in den Kasten. Steht 1-1 im ausverkauften Luzerner Stadion. Gelbe Karte, Luis Cook. Mann. Nur, was sagst du da? Da sagst du nichts. So, bam, wir gehen mal ein bisschen hoch. Das nächste Mal so, Bergonzi auf Gilles Bartel und der sieht. Und, Joey Aribot vorbei. So, könnten ja mal wechseln. Wir könnten mal wechseln. Wir könnten auch sagen, hey, mach mal was. Ja, ich mach was. So, ich mach was. Ich werde Hennen bringen für Goebbels. Der kann. Hasan Efendic. Ich weiß nicht. Nein, Yilmaz ist schon gut. Genauso wie ja, Diaby wäre sicherlich was. Der hat, ja. Diaby. Den Rest weiß ich nicht. Noch nicht. Da warte ich lieber noch. Konter St. Gallen. Thomas spielt in die Mitte auf Witzig. Witzig gibt den Ball ab auf Hennen und der denkt sich so, ja, da ist eine Lücke. Probiere ich mal aus. Hat funktioniert. 2-1. 70 Minuten rum. Dreimal dürfen wir noch wechseln. Wir warten aber noch. Gilles Bartel auf Bergonzi. Der auf Witzig und der Witzig denkt sich mal so, ich mache mal einen Fallrückzieher. Schon lange nicht mehr gemacht. Aber geht leider bis zur Bratwurstbude einfach vorbei. So, noch ein Angriff und dann wird nochmal gewechselt. Wird leider abgefangen. Spadanuda gibt in die Mitte auf Oku. Und Oku, ja, Teddy Oku ist da. 2-2. Mann. Ja, da sagst du nichts mehr. So, direkter Angriffsfußball. Wir sind das bessere Team. Ich wechsle mal noch. Oder schau mal, ob ich noch was wechseln kann, was mir was bringt. Ja, ihn hier. Ja, ich würde gern Bate auch rausbringen. Und auch Witzig. Es ist zwar nicht das Beste, was hier passiert gerade, aber vielleicht hilft uns ja was. Vielleicht haben wir so einen Joker, der sagt, ey, jetzt mache ich es euch aber. Ich zeige euch mal, wie Fußball funktioniert. Ich würde es mir wünschen. Da ist er auch schon. Thomas gibt den Ball ab auf Yilmaz, der auf Hennen, zurück auf Yilmaz. Da ist Aribo. Pascal Loritz hat ihn gehalten. Das wäre unsere Chance gewesen. 113 ist unsere Teamstärke und wir spielen nicht das, was die Teamstärke verspricht. Wir hätten schon viel mehr Spiele gewinnen müssen. Auch dieses Spiel geht unentschieden aus. Es wird immer schlechter. Ich sag's euch, das ist nicht gut.
sind immer noch 9 Punkte vor. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber diese Unentschieden, die müssen nicht sein. Wir könnten viel besser spielen, viel mehr gewinnen. Wir sind einfach stärker, aber es funktioniert nicht. Vielleicht mit den Neuzugängen, die dann gleich kommen werden. Die Weihnachtsfeier war aber trotzdem sehr entspannt, hat Spaß gemacht, seht ihr ja. Schrottwichteln ist auch geil. Ich mag Wichteln. So, Brühl gegen, also wieder Kapp und dann Zürich. Ui, warum haben wir die harten Spiele immer direkt danach? Warum, wieso, weshalb, warum? Das seht ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wie wir da abschneiden werden. Ich bin schon wieder Mr. Unentschieden, wenn ich das so sagen kann. Aber hart. Naja, ich würde sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Let's Play. Für euch am Mikro war der Frank.